Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Früher hat man in der Werbepause Pipi gemacht. Heute kann man während der Werbepause ein Facharztstudium zum Urologen machen. Was hindert dich daran, einfach du selbst zu sein? Das Strafgesetzbuch. Meine Freundin meint, dass ich zu viel Süßes esse. Habe Schluss gemacht. Ich lasse mich von niemandem maßriegeln. Emi überlegt, am Flughafen ein Cappuccino zu bestellen. Stattdessen beschlossen, die Familie weitere 2 Monate zu ernähren. Ich halte zwar nicht viel von Hochzeiten, aber Scheiden mag ich. Wir werden uns jetzt eine Weile nicht sehen. Wieso denn? Weil ich dich von hinten nehme. Mir wurde ein Modelvertrag im Fitnessstudio angeboten. Ich bin das vorher. Mein Akku war leer, also habe ich mir in der Tankstelle einen Kinderriegel geholt, um auf dem Kassenbon zu sehen, wie spät es ist. Jeder von uns hat eine Oma, die einem das Geld wie Drogen zusteckt. Gerade mein Mitbewohner gefragt, was er da gerade lernt. Er schaut mich mit tränendem Auge an und sagt, ich weiß es nicht. Freundin will 1 Liter Milch ermessen, holt den Messbecher und kippt die 1 Liter Milchtüte komplett hinein. Sie ist wirklich sehr hübsch. Der Typ will dich doch nur flachlegen. Ich, 25, will sie auch nur flachlegen. Lifehack. Gib deinem nächsten Kind einen normalen Namen. Ich? Bist du immer noch sauer, dass wir dich Lifehack genannt haben? Wenn ich joggen gehe, könnte man mit mir direkt 2 Werbespots drehen. Die ersten 500 Meter für Nike, der Rest für ein Asthma-Spray. Ich habe am Samstag ein Mädchen kennengelernt. Sie meinte, sie ruft mich direkt nach der Arbeit an. Die Arme arbeitet jetzt schon seit 72 Stunden. Hallo, hier ist die Service-Hotline für dumme Fragen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ist da die Service-Hotline für dumme Fragen? Als Kind habe ich viele dumme Fehler gemacht. Jetzt als Erwachsener mache ich komplexe, fortgeschrittene Fehler. Ist es nicht seltsam, wie unsere eine Hand alles perfekt beherrscht und die andere einfach nur da ist und so, hallo E-Beams, ich weiß nicht, wie man 1 Bleistift hält. Warum wird eigentlich geklatscht, wenn ein Flugzeug sicher landet? Ist doch der Job des Piloten, oder? Mir applaudiert schließlich auch keiner, wenn ich aus dem Arbeitsamt rauskomme. Galileo damals. Wie ist eigentlich ein Wasserstoffatom aufgebaut? Galileo heute. Kann Jumbo 4 Anhänger Pommes essen? Wow, Jumbo-Witz hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ob ich jetzt wieder eine Anzeige kriege? Wow. Da war das. Wenn man auf einer Party Flaschen drin spielt und die Pflicht bekommt, nach Hause zu gehen, weiß man, dass man nicht beliebt ist. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche!